Feraltorf schließt um mehr als 2 Millionen Franken besser ab als gerechnet. Ein Minus von 350'000 Franken hat man erwartet. Am Schluss ist ein Plus von 1,85 Millionen Franken herausgekommen. Der Gemeindepräsident Wilfried Ott freut sich natürlich über das Resultat. Aber wie, Wilfried Ott, ist es da dazu gekommen? Die Differenz liegt klar bei den Steuereinnahmen. Wir konnten 1,8 Millionen Mehreinnahmen verbuchen. Aufgeschlüsselt ist das ein Plus von 330'000 bei den ordentlichen Steuern. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen von 220'000 bei den Steuern früherer Jahre. Im Weiteren haben wir Mehreinnahmen von 80'000 bei den Quellensteuern, 710'000 bei den aktiven Steuerausscheidungen, 210'000 bei den Grundstückgewinnsteuern und 700'000 weniger Steuerabschreibungen. Der Ort, wo der Wilfried Ott zur Jahresrechnung Stellung nimmt, ist die Baustelle des neuen Schulhausmodulbau. Den Ort hat der Gemeindepräsident ganz bewusst gewählt. Wieso? Der Schulhausmodulbau, der hier entsteht, ist ein sehr gutes Beispiel, wie sorgfältig wir in Feraltorf mit dem Geld umgehen. Es ist uns wichtig, dass die Bevölkerung sich wohlfühlt. Darum bauen wir für die Schülerinnen und Schüler ein hochwertiges neues Schulhaus. Aber wir schauen auch darauf, dass kein Geld verschleudert wird. Darum haben wir uns für den Schulhausmodulbau entschieden. Es sollen alle gewinnen. Die Kinder kommen ein sehr gutes Schulhaus über und die Finanzen bleiben im Lot. Wir schauen also zu Feraltorf genau auf die Ausgaben, ohne an der Qualität zu sparen. Hat es dann im 16. auch Bereiche gegeben, wo deutlich mehr ausgegeben worden ist als erwartet? Wie viele Gemeinden sind auch bei uns die Soziallasten, die seit Jahren am Steigen sind? Besonders stark gestiegen sind die Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung und den Ergänzungsleistungen AHV, IV. Da reden wir von 11 und 5% Steigerung gegenüber den budgetierten Zahlen. Macht Ihnen die Entwicklung Sorgen, Wilfried Ott? Dieser Bereich macht allen Gemeinden im Kanton grosse Sorgen. Wenn wir nichts ändern, laufen wir tatsächlich Gefahr, dass die Ausgaben für Gemeinden nicht mehr finanzierbar sind. Das kann nicht so weitergehen. Darum sind Kanton und Gemeinden gefordert, für den Soziallastenausgleich eine ausgleichendere und gerechtere Lösung zu erarbeiten. Wenn Sie ein bisschen in die Zukunft schauen, welche finanziellen Perspektiven für Feraltorf sehen Sie da? Zwischen 20 und 25% unseres Steuerertrags kommt von den juristischen Personen. Die Unternehmenssteuerreform 3 wird deshalb einschneidende Folgen haben für uns. Wir müssen darum jedem Steuerfranken auch in Zukunft Sorge haben und jeden Franken so einsetzen, dass alle etwas haben davon, mehr eine attraktive Gemeinde bleiben und aus dem Steuerfranken mehr machen als die meisten anderen Gemeinden.